Das Ozonloch, erhöhter CO2-Ausstoß, Abschmelzen der Polkappen und vieles mehr. Es gibt zahlreiche Umweltkrisen, für die der Mensch verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich ist. Die Umweltkatastrophe schlechthin, man spricht da auch von der Mutter der von Menschen gemachten Umweltkatastrophen, ereignete sich vor 32 Jahren im damals sowjetischen Tschernobyl. Damals explodierte ein Reaktor und führte zur größten nuklearen Katastrophe der Menschheitsgeschichte am 26. April 1986. Aber wie kam es dazu? Welche Folgen hatte das für die Menschen in Deutschland und wie gingen sie damit um? Darum geht's jetzt. Herzlich willkommen zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Es ist der 27. April 1986. In dem schwedischen Atomkraftwerk Forsmark schlagen die Messgeräte plötzlich Alarm. Es werden erhöhte radioaktive Werte gemessen. Die Experten vor Ort gehen ihnen natürlich sofort nach und sie kommen zu einem überraschenden Ergebnis. Diese erhöhte radioaktive Strahlung, die ist nicht innerhalb des Atomkraftwerks, sondern außerhalb. Keiner weiß so genau, womit das zusammenhängen könnte. Aber dann machen Gerüchte die Runde. Gerüchte von einer nuklearen Katastrophe in der Sowjetunion. Tausende Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Aber was genau passiert ist, das weiß man nicht, denn die Regierung in Moskau hat eine Informationssperre eingelegt. Ganz langsam sickert aber durch, was sich tatsächlich in der Sowjetunion ereignet hat. In Tschernobyl, in der heutigen Ukraine, ist ein Test ordentlich schiefgegangen. In dem dortigen Atomkraftwerk wollte man schauen, was passiert, wenn der Strom ausfällt, ob man den Reaktor sicher abschalten kann. Dabei ist der Reaktorblock explodiert. Das Dach wurde in die Luft gesprengt, Unmengen radioaktiven Materials machten sich breit, eine radioaktive Wolke verteilte sich über ganz Europa, auch über Deutschland, vor allem der Süden Deutschlands war betroffen. Sogar in China und in den USA wurden erhöhte radioaktive Werte gemessen. Besonders fatal waren die Auswirkungen aber natürlich für die Menschen in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks. Das Problem, sie wurden erst sehr spät informiert. Erst am 28. April 1986 gab es eine Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS und erst eine Woche nach dem Unglück wurden die Menschen im Umkreis von 30 Kilometern aus der Gegend weggebracht. 350.000 Menschen wurden umgesiedelt oder gingen aus freien Stücken. Und wie sieht es mit Deutschland aus? Wie waren die Auswirkungen dort? Naja, dort herrschte nachvollziehbarerweise große Verunsicherung, denn einen solchen Fall hatte es bis dahin ja noch nicht gegeben. Man wusste nicht, darf man vor die Tür gehen, muss man drin bleiben, wie sieht es mit Pilzen aus, mit Beeren. Ich bin zum Beispiel am 30. April 1986 geboren, 4 Tage nach dem Unglück, und meine Mutter ist lieber zu Hause geblieben, weil sie nicht wusste, ob sie mit mir überhaupt vor die Tür gehen darf. Teilweise sind bis heute Waldpilze oder auch Waldbeeren belastet. Dazu kam ein großes Wirrwarr an Kompetenzen. Teilweise haben Länder, Kommunen völlig unterschiedlich reagiert. Niemand wusste so genau, was zu tun war. In der DDR dagegen war jede kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema untersagt. Wer Informationen haben wollte, der musste die sich über Westmedien beschaffen. Über die genaue Zahl der Opfer, da wird bis heute gestritten. Das Tschernobyl-Forum der Internationalen Atomenergiebehörde spricht von 28 Bergungsarbeitern, die noch im ersten Jahr gestorben sind, und von vielen Folgeschäden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass bis 2065 weitere 41.000 Krebsfälle auftreten aufgrund der Katastrophe von Tschernobyl. Aber wenn man so will, kann man dieser Katastrophe auch zumindest ein bisschen was Positives abgewinnen. Denn in Deutschland sorgte sie dafür, dass ein Ruck durch die Gesellschaft ging. Es war ein Bewusstsein dafür da, dass es mit Atomenergie auch Probleme geben kann. Umweltbewegungen haben sich gegründet, Anti-Atomkraftbewegungen haben sich formiert und es wurde demonstriert gegen Atomenergie. Außerdem ist auch politisch etwas passiert. Ein neues Ministerium wurde gegründet, das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Vorher waren die Kompetenzen verteilt auf verschiedene Ministerien, jetzt waren sie gebündelt. Es hat sich also etwas verändert durch diese Katastrophe. Die Gesellschaft hat sich verändert, die Politik hat sich verändert, das ganze Land hat sich verändert. So, und jetzt seid ihr dran. Stichwort Veränderung durch Krisen. Gab es bei euch in eurem Heimatort vielleicht einmal eine Umweltkrise, die einiges verändert hat? Waren eure Eltern dabei bei den Protesten gegen Atomenergie? Wie standen sie zu diesem Thema? Begebt euch auf Spurensuche, findet spannende Dinge heraus und ich verspreche euch, ihr werdet es definitiv nicht bereuen.